So, herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Skyrim. Ja, neue Aufnahme. Eigentlich auch ein schönes Bild. So eine Burg im Regen. Ja, wir wollten zum Badensprung. Und ich meine, wir müssen jetzt auch da nicht wie die Idioten kämpfen und was weiß ich. Ich würde da einfach hin, möglichst schnell. Also, wie es geht. Also, wenn welche im Weg sind, dann müssen wir die natürlich aus dem Wege schaffen. Aber ich möchte eigentlich jetzt nicht wieder anfangen, aber Dutzende von Abgeschworenen hinzumetzeln. Weil es. Guck mal, wir sind. Ach, Mann. Ja. Wir sind jetzt echt gut hier. Abgedeckt. Ja, Mann. Doch nicht. Ja, und ab hier. Wir gucken mal. Einfach runter. Yippie. Yay! Woohoo. Okay. Hi. So. Oh. Hey, was ist denn hier los? Warte mal. Warte mal. Ich sehe schon, dass das. Wo schießen die hin? Warte mal, hier ist. Wir haben jetzt gerade was aktiviert. Ja, ich will eigentlich jetzt nur in Ruhe mit dem quatschen. Wenn wir das jetzt hier hinkriegen, lokal wenigstens ein bisschen zu beruhigen, wäre das super. Glaubt ihr etwa, dass ich Angst vor euch habe? Warte. Oh, da ist noch mal einer. Wo ist er denn? Da ist er. Wir müssen es jetzt so lange ausfechten, bis wir diese Idioten haben, damit wir das in Ruhe. Was ist das denn? Wer hat denn gesagt, dass es einfach ist? Hier, warte mal, da ist doch was. Tödlich in den Fuß geschossen. Okay. Wir quatschen kurz mit dem, ne? Okay, es ist schon lange her, dass jemand den Sprung gewagt hat.
Und noch nie sah jemand ihn überleben. Einmal habe ich die gesamte Liederherde da oben auf dem Bankensprung vorgetragen, bevor ich mein Glück versucht habe. Nun, ihr seht ja, was mir das einmal hat. Oh. Du Arme. Du Arme. Kriegst du eventuell hier noch Redekunst verbessert? Jetzt guck mal. 80, so langsam. Nee. Okay, also er liegt nicht mehr. Nein, er oxidiert nicht mehr rum. Na gut. Ja. Den können wir nicht mitnehmen. Toll. Ja, dann ist er jetzt verschwundibus. Okay, das war's. Dann können wir hier eigentlich auch gleich abhauen. Geben das da noch. Geht das hier noch mal lang? Nein, es geht nicht mehr lang. Ja, die Ilona, ne, die, ist schon. Ich will nur mal kurz gucken, weil das ist interessant. Ach. Und das geht hier in einer unendlichen Tiefe hinein. Ah, alles klar. Ja, schön. Diese Trauger. Aber da wir das jetzt hier alles schon kennen und so weiter, sind wir großzügig und bedanken uns ganz herzlich. Ich wäre da nicht so alleine drauf gekommen, dass da jetzt noch eine Quest dahinter steckt. Aber wir haben sie gemacht. Supi. Erledigt. Ja, Azura Stern könnten wir, aber ich hätte hier tatsächlich noch das hier. Blutsplitterrune. Weil ich weiß, dass es Azura Stern ist. Ne? Ja, hier Blutsplitterrune. Ich überlege, weil das ist halt auch eine der neben der häupterlichen Nebenquests, wo man die man einfach wegmachen kann und dann ist der Platz dann wieder frei und so. Wir sind ja gerade ein bisschen beim Freischwimmen wieder und dann können wir tatsächlich auch wieder was Neues anreißen. Glutsplittermine. Ich warne euch zurück. Ist aber nicht sehr freundlich hier. Glutsplittermine, was ist denn? Bist du her oder was? Ich muss leider rein, tut mir leid. Ja, tut mir ja ganz schrecklich, ne? Aber ich kann es nicht ändern. Aber schön, dass mit dem versteckten. Mir gefällt sowas, ne? Wenn du hier praktisch noch so kleine, was sagt man denn? Solche kleinen Quests drin hast. Wir waren auf jeden Fall hier schon drin. Ich hatte tatsächlich den Wagen angeschoben das letzte Mal und versucht, den runter zu... Ach, da ist er wieder. Guck mal. Hast du dich also wieder loseisen können von denen? Pass auf jetzt hier ganz vorsichtig. Yay. Er läuft weiter als beim letzten Mal. Sehr schön. Macht euch bereit. Da vorn wartet Ärger. Ich weiß. Und wir sind echte A-Löcher. Weil jemand natürlich sich viel Mühe gemacht hat, das hochzubringen. Ich muss jedes Mal an dieses... Ach, hier unten sind jetzt zwei... Ach Gott, das Ding ist, glaube ich, auch einigermaßen aufwendig. Naja, egal. Ja, da hinten ist der Hebel gewesen und so. Ich gucke nochmal ganz schnell. Ist ein einfacher Bandit, der hat wahrscheinlich nur Gedöns dabei. Wir müssen auch keine Potatoes mehr. Doch klein, ein kleines Potato machen wir. Ein kleines Pilzchen machen wir. Hier, guck mal, das ist ganz einfach mit dem. Da muss nichts gereckt und gestreckt werden. Alles easy. So, pass auf. Und jetzt hier, dafür machen wir hier schnell. Guckerchen. Alles da. Hebelchen. Ende. Mit Anlauf, yippie.
wieder geklappt. Ilona kann nicht anlaufen, muss anders. Wir könnten Ilona aussperren, wenn wir wollen, aber ich will es natürlich nicht. Selbstverständlich nicht, die arme Ilona. So, guten Tag. Ach Gott, nee, ne? Was? Das letzte Mal kam hier uns einer rechts aus, ja, entgegen. Wir waren hier schon mal, das ist eine generische Quest, oh Gott. Aber das war nicht schlecht, was wir hier gefunden haben. Ich glaube, es war Falidos Insights oder hier, wir haben vergessen, was aus der Truhe zu nehmen. Ich glaube, das war's. Und dem, der gering beschwimmt, naja, gut. Wir haben das hier nehmen können und die hat das nicht gehört. Was ist das? Ist eine vom Fach. Also die gehört nicht zu unserer Gilde, ist mal klar. Du, die Axt funktioniert noch wunderbar, das sehe ich. Könntest du mich noch gerade vorbeilassen, Ilona? Ginge das, dass du mich vorbeilässt? So ganz kleines bisschen. Geht das? Danke. Sie war schon vorbeigegangen. Ich hatte es noch nicht gesehen. Man muss ja nur miteinander reden, dann passt das schon. So, jetzt kommt hier, glaube ich, der Schmied in der Vertiefung. Der wahrscheinlich auch der Bandenführer ist. Nein. Wie ein so was sieht man auch nicht alle Tage. Nee, dass sie so wie ein Sack Kartoffeln zusammenfällt, meinst du? Ach Gott, ja. Ihr Eisenerz können wir mitnehmen, das es tut ja keinem weh. So, der hat jetzt bestimmt aber irgendwas, ja, 11 Gold, ja. Ja, wir haben es ja gut verdient jetzt wieder. Oder machen wir jetzt hier denn? Ach, da geht es nur wieder hoch. Ich verstehe. Nein, wir wollen aber die Pilze hier auf jeden Fall. Da war nichts unten drin, das hatte ich das letzte Mal geguckt. Oder da war eventuell ein Kistchen oder irgendwas, aber das war nichts. Da habe ich nicht abgespeichert, dass wir unbedingt... Ach, hier, guck mal, hi! Ah, sehr gut. Das, tut mir leid, jetzt im Nachhinein ein bisschen. Aber er ist ja mutig gestorben. Oh. Das wollte ich eigentlich. Kotzeimer. Okay. So. Gut. Und dahinter geht's raus. Warte mal. Das kennt ihr gar. Das. Oh. Was war das? Was? Das habe ich jetzt nicht kapiert, warte mal. Ich muss das nochmal kurz angucken. Die waren schon nicht ganz so unerfolgreich hier mit ihrem Gedönse, ne? So, warte mal, wir, war das hier oder nicht? Aber auch Eisen. Ach, guck mal. Ja. Hatten wir das letzte Mal nicht. Wieder was Neues gefunden. Ist unglaublich, dieses Spiel. Wenn, ne? Starschild und so, ich weiß. Aber. Ja, da kommst du nicht drauf.
Das kannst du auch nicht sehen, weil, also von der Seite dort kannst du es nicht gut sehen, weil der Wasserfall davor ist. Aber hallo. Ich hatte nicht verstanden, das hat uns irgendwie gedreht oder so, aber wahrscheinlich war das ein Effekt, dass ein physischer Effekt, dass uns der Hebel irgendwie, als wir den runtergedrückt haben, uns selber irgendwo hingedrückt hat. Ich habe das einfach schlicht nicht verstanden, was dieser Hebel mit uns macht. So. Ja, sehr gut. Nochmal müssten wir es aber eigentlich nicht machen. Ich finde, jetzt haben wir das zur Genüge jetzt angeguckt. Ne? So, ja. Dann können wir eigentlich... Oh, wir sind sehr nah am Fluss, weil ich weiß. Wollen wir das schnell noch machen? Jetzt haben wir es angerissen, jetzt müssen wir es machen. Eieiei. Das wird uns. Wir können nichts mehr dagegen tun. Nein, war nur Spaß. Aber ich glaube, es macht einfach Sinn. Oh, Alter, was für ein schöner Tag heute hier. Ilona, bei allen Gefahren, die hier rundherum sind, guck doch mal bitte dahin. Ein Rentier, was nicht hierher passt, aber ist egal. Eine kleine Dartwing, die wir mal leben lassen, ausnahmsweise. Alter, ist doch schön, oder? Da hat sich die Überarbeitung des Wassers doch richtig gelohnt mit der Mod, mit den zwei Mods. Einmal für Wasserfall, einmal für so stille Gewässer, glaube ich, war das. Ja. Und es gibt leider ab und zu, wo die sich treffen, gibt es dann leider unschöne mathematische Artefakte, kann man vielleicht sagen. Resteffekte. Ilianas Tiefe. Ja, das war irgendwo hier so mit drin. Ne? Der Eingang hier. Ja. Ja. Gut. Ich verstehe, ich weiß aber gar nicht mehr, was das jetzt eigentlich hier war und hin und her. Also, das ist ein ziemlich langer Dungeon, das weiß ich schon noch, auch, dass wir da einmal tauchen können und so, aber genau, das war auch so ein Ding. Ich möchte aber ganz kurz nochmal gucken, hier Black Star, find Azura Star, Nelakar has told me that his old mentor Merlin Varen was experimenting on Azura Star. The last known location is Ilianas Deep. Okay. Wir suchen also mal den Waren. Das dürfte wieder... Ich nehme es mit wegen den Zutaten. Standard-Drop. Mist. Ich hätte gern... Guten Tag. Irgendwie sieht er heute ein bisschen klarer aus. Ist das ein Totenkopf hier auf dem Brustschild? Wo sich die beiden Rippenbögen treffen? Ich weiß es nicht. Bitte, die sich auskennen, Ärztin, Ärzte, Krankenbrüder und Krankenschwestern. So was sieht man auch nicht alle Tage. Nee. Ach, guck mal. Meldet euch, wie das wohl heißt. War das letzte Mal? Weil das erinnere ich nicht. Ich will bloß gucken, ob es nach oben weitergeht, weil ich meine, das letzte Mal waren wir oben lang, aber kann ich mich auch gut irren. Nee, das ist ja eher hier. Sintflut, okay. Jetzt schauen wir mal hier, was alles gibt. Holzblöcke, sehr schön. Leere Regale, super. Dann gucken wir mal. Ah, nee, dann. Hier sollten wir auf jeden Fall mit Ilona auch hingehen, weil hier sofort auch wieder irgendwelche Idiotenmagier sein können. Mit ihren scheiß Eispfeilen und so. Da kommt sie schon. Macht euch bereit.
Da vorn wartet Ärger. Ich bin mehr als bereit. Das ist das normale Ding, oder? Jetzt bin ich echt mal gespannt. Ja, und vor allen Dingen, ich wusste nicht, dass man Drachen, dass dann Drachenpriester auch so noch kommen. Das hatte ich auch meiner Verwunderung noch gar keinen Ausdruck verliehen. Also dass sozusagen hier einmal der Drachenpriester ohne Maske und so weiter war. Ich hatte eigentlich gedacht, die wären so nur gesondert. Aber offensichtlich... Fuck it. Müssen wir oben lang. Der Asche aufmacht. Doch, hat auch noch. Okay. Lampe, sehr gut. Laterne meine ich. Ruiniert das Buch. Okay. Ja, kann ich halt nichts mehr lernen draus, gell? Jetzt will ich bloß mal ganz kurz gucken. Hier waren noch Laternen, die müssen wir mitnehmen. Es ist zwangsläufig. Laternen ist einfach mandatory in diesem Spiel. Max Tactics. So. Wir könnten auch, das werde ich vielleicht auch mal machen, die ersten Bücher, entsorgen. Ich hatte das bloß noch nicht, also in ein Buchregal natürlich nicht. Ich werfe keine Bücher weg, Gottes Willen. Ja, dann müssten wir erstmal das andere, den anderen Eingang checken. Das wäre vielleicht das Vernünftigste. Hatten wir das letzte Mal? Ja, das können wir mitnehmen. Die essen sowas wie Waterbread. Guck mal. Sowas haben die auch. Das ist ja total komisch. Warte mal, haben wir den? Wir haben den noch nicht. So, wir könnten hier den weiter... Muscheln, die haben ja nichts Besonderes. Ne? Nein. Das ist gut, dass wir das Ei mitnehmen. Das ist gut für Health-Produktion. Nein! Hier, Rock-Warbler. Irgendwas. Ei. So, ganz kurz hier schauen. Okay, warte mal. Da möchte ich aber trotzdem erstmal... Sinnflut. Lass mal kurz gucken. Ist das wieder Oberfläche jetzt hier gleich? Da ist sie. Okay. Ich will nur gucken, ob es hier irgendwelche... Wir können einfach einen weiteren Anhänger abhören. Wer den Herrn und wird kein großer Verlust.
Die sitzen zu zweit, ne? Novize bloß. Raserei. Jetzt gucken wir mal. Laterne? Ja, super. Das ist immer richtig. Hier Säcke und so, ne? Machen wir nicht mehr. Oder höre ich da Vetos? Also ich nehme Zaubertränke sehr gerne mit. Weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass man die vielleicht irgendwo... Oh, da muss auch bleiben. Nein. Dass man die vielleicht irgendwo mal noch verstärken kann. Zusammen, also nicht verstärken, sondern dass man die ineinander wurschteln kann. Dedra haben wir schon. Keine Mystik. Ja, mal gucken. Ich will nicht so laut hier rumlaufen. Jetzt haben wir rechts und links eine. Es war sehr gut, dass wir jetzt hier doch da sind, weil es offensichtlich mit dem was zu tun hat. Wir können ja gerade mal gucken, ob wir hier. Ach, guck mal, hier geht es nach oben. Und nicht viel weiter, okay. Das beruhigt mich, da müssen wir hier nicht groß rummachen. Das Hope of the Radar. Oh, was zittert denn hier? Ich habe gerade auf die Aufnahme auch geguckt. City of Stone. Salvage Guide to Market. Können wir mal überfliegen. Vielleicht haben wir da auch noch mal einen Hinweis für irgendwas Neues, wo wir mal gucken sollten. So, dann hier, Ilona, geht's weiter. Und ich würde jetzt mal so nach und nach dann vielleicht auch mal alle Follower, die möglich sind, zusammenbringen. Und ich habe mir dann überlegt, vielleicht doch mal noch eine Modding-Session zu machen. Das wird jetzt noch eine Weile dauern. Ich möchte einen vernünftigen Augenblick abpassen. Möchte einen vernünftigen Augenblick abpassen, wenn wir praktisch ordentlich Quests schon gelöst haben. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder wenn es sich einfach anbietet, wenn ich irgendwie, also was ich zum Beispiel, auch diese Kindergesichter, dass die alle gleich aussehen, solche Kleinigkeiten. Vielleicht habe ich irgendwann zwischendurch mal die Nase voll, dann mache ich das einfach. Dass ich dann mal das geplante Bündel sozusagen an Verbesserungen einfach mal anlege. Es ist halt immer eine Sache, never change a running system, ne? Never change a running system. Wir hatten ja schon so kleine Erlebnisse. Zum Beispiel einmal beim Verkaufen ist mir das wieder passiert, was wir einmal auf dem Video auch dokumentiert haben, dass in Weißlauf die Mods, die Texturen alle vorwaschen waren und dann praktisch nur noch
im Grauschleier drauf. Stab der Eisstachel. 25 Punkte. Da ist eine Urne. Nein, da ist keine Urne. Hier ist Wasseratmen. Ach, guck mal. Dann wissen wir, wo es lang geht. Ich will bloß gucken. Hier geht es einmal nach oben und einmal nach unten. Ich verstehe. Dann wieder umentschieden. Dann wird oben der Höhepunkt sein. Weil der ist noch nicht der... Nee, Totenmagier, okay. Dann hier schnell gießen. Wasseratmung. Hammer. Und los geht's. So. Skelett. Also das Bone Meal müssen wir jetzt nicht zwangsläufig immer suchen und hin und her, davon haben wir schon einiges. Aber das, auch das Bone Meal bringt einiges an Kohle, wenn man das verkaufen kann. Aber das ist jetzt hier echt lame. Oder ist... Nee. Ich hätte hier auf wenigstens eine Truhe oder so gehofft. Bin ich jetzt bloß blind? Ist auch schön, dass die Ilona gleich auch so lange mit anhalten kann. Der, ja, ne? Also hier, kann die eigentlich unter Wasser reden? Warte mal. Nee, kann nicht. Es wäre witzig, wenn hier so ein einzelnes Item drin wäre. Ja, also was man nur findet, wenn du wirklich in den Lied guckst. Solche Sachen wären tatsächlich witzig, finde ich. So, wir müssen aber gerade wieder unseren Bogenschützenhelm aufsetzen, weil der bringt, glaube ich, nochmal richtig Punkte. Deswegen haben wir die Glasrüstung auch genommen, weil der macht 25% mehr Schaden. Wir hatten, zum Beispiel könnte man überlegen, für den Zauberer natürlich eine leichte Rüstung zu nehmen. Weil irgendwie scheint es mir so zu sein, dass das... Oh. Ah ne, das ist nur eine Fahne oder sowas. Was ist mit dem los? Okay. Ne, das ist nicht ernst gemeint. Okay. Dann kurz hier schauen. Kann ich nicht glauben, dass hier praktisch... nicht sein soll. Okay, dann geht's hier aber noch. Oh. Ach, die haben ihrem Gott hier geopfert oder was? Marlin, alles klar, Bandit. Oh, was hab. Oh. Zauberbuch Funken. Okay. Broken Azure ist da. Oh, hallo. Bring Star to Arena. Oh, oder bring es zu Nelleka. Hallo, Malibaris Grimoire. The Black Scar Star. Damit wir damit nicht anfangen, müssen wir beim nächsten Mal Achievement or Magic. Eigentlich bin ich heute nicht zum Lesen aufgesetzt, aber oh. Das sind 3 Seiten, die kriegen. Though some scoffed, some scorned at the very notion of experimenting on a dietetic artifact, I have succeeded where the ignorant and the superstitious would not even dare to try the Black Star. My achievement over the dietetic Lord Azura, a re-envisioning, a remastering of the ultimate soldier. It shall become the vessel of my immortality, final proof that mortals can live as indefinitely as denizens of oblivion.
Denizenzia, kommst du bitte? The visions, the voices that Azura has sent to taunt me. While some called me mad, I knew the truth. Nothing can be held sacred in the pursuit of advancing the very nature of my magic itself. Let the Daedra send their soulful images into my mind. I have given me a burning desire and an unrelenting discipline to shut all the influence all mortality. My disciplines and I have built a new science, new free and prioring eyes of those primitive minds in me to hold for Ilnalta, wo wir gerade sind. I had been conducting a few minor experiences before our exile, some of which led to the disruption of the island, but a few enchantments have kept the ruins intact and beneath the waters of Lake Ilnalta. Ilnalta has been the perfect place for the final phase of the Black Star. Ich muss mich erst langsam ein bisschen reinarbeiten. Orkischer Pfeil hat er nur dabei. Ja komm, ist besonderes Bohnenmehl. Dann nehmen wir die mit jetzt. Okay, Melin Varen. Also er hat... Sie, okay, geopfert. Die haben ja auch nur Zeugs mit, ne? Okay, das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen mitnehmen. Stab der Raserei kennen wir schon. Lautlosigkeit. Ui. Lautloser. Atronach, Forge Recept, Tome of Suns, Storm Atronach. Cool. Wartet, das machen wir schnell, weil es sonst vielleicht untergeht. Void Swords, Rune Book, Death Bell, Mammontusk. Okay. Ach, ich dachte, das ist was zum Lernen, aber das muss man ausprobieren dann. Okay. Gut, ja, dann wir sagen erstmal 4. Oh. Alles klar. Ich freue mich sehr, dass das endlich... Ach hier, das ist das Artefakt, was ich meine. Das kommt wahrscheinlich durch die beiden Mods zustande. Das ist die eine Mod, die praktisch diesen Reflexionseffekt hier macht, dass sie nur begrenzt ist. Es kann aber auch sein, dass es die Grafikkarte ist, die nur begrenzt sozusagen das Berechnen. Das ist nicht ganz genau klar, aber ja. Vielen Dank fürs Dabeisein. Endlich ist klar, wie man auf den Turm kommt. Nach sehr, sehr langer Zeit haben wir das rausgekriegt. Ich glaube, das war auch mal noch irgendwo mal eine Kampffrage, die mir aufkam. Aber jetzt ist es klar geworden. Sehr schön. Vielen Dank fürs Dabeisein, wie gesagt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.